Was machen wir denn in dem Video Schönes? Das machen wir mal ganz kurz. Wir hören hier einfach Sandra. Nein, Quatsch. Wir versenken das Radio ein bisschen. Ja, okay. So habe ich mir das eigentlich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das ein bisschen nach hinten versetzen, weil ihr seht das. Generell diese nicht originalen Radios stehen immer ein bisschen raus. Und da liegt immer der Getränkehalter an. Was man dem Radio ein bisschen ansieht mit der Zeit. Mann, ist das staubig. Darum würde ich das gerne ein bisschen reinsetzen. Mit dem Originalkäfig geht das auf jeden Fall nicht einfach so. Das wäre recht kompliziert. Da müssen wir irgendwas biegen auf jeden Fall. Und vielleicht geht es generell nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe bei einem anderen Radio einen anderen Käfig dabei gehabt. So einen Zubehörkäfig. Und mit dem könnten wir das schaffen. Allerdings passt die Blende dann hier wahrscheinlich nicht mehr drauf. Da habe ich überlegt, dass ich dann irgendwie so ein Stück Moosgummi oder so mir dann hier hin mache. Irgendwie schwarz oder so. Oder Karosseriekleber. Nein, kein Karosseriekleber, das ist mein Schatz. Bitte nicht das Radio festkleben. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wir bauen das mal das Radio aus. Übrigens, um die Blenden da hier mal wieder abzumachen, weil irgendjemand den Getränkehalter raus und nimmt den dann von oben runter und macht die Klimablende runter. Und macht die von unten raus, damit die nicht abbricht. Nur so ein kleiner Tipp. Und Entriegelungswerkzeug erst dann einsetzen, sonst zerkratzt ihr eure Blende. Die Blende habe ich übrigens im anderen Auto mit 3M-Folie foliert. Sieht ganz cool aus, finde ich. Da habe ich ja den Rest hier auch gemacht. Und hier brauche ich noch einen Myrte-Getränkehalter. Aber einer mit diesen Armen und nicht die alte Version. Wenn da noch jemand einen hat und den auch günstig abgeben möchte, sagt Bescheid. Halt, ich unterbreche kurz das Video. Denkt bitte dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch dran denken, die Glocke zu betätigen. Was bringt das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. In dem Fall geht hier meine Lenkradheizung an. Nur so was. Info. Aber drückt einfach die Glocke bei YouTube. Das muss auch funktionieren. Bevor ihr euch viel Arbeit macht, ich habe jetzt erstmal den Käfig raus. Das Radio mal so rein. Schaut, wie viel Platz habt ihr überhaupt. Das würde passen. Bedenkt aber, dass manche Radios, wie auch dieses hier, einen Lüfter hinten haben. Und der natürlich auch Luft bekommen soll. Die Halter, die eigentlich das Originalradio drin halten, was die von links nach rechts hier gehen, habe ich rausgebrochen. Oder waren die schon draußen? Bei meinem V5 habe ich sie rausgebrochen. Kann sein, dass die hier auch schon draußen waren. Die Kabel können ja schön von der Seite kommen. Die müssen nicht von hinten direkt kommen. Das wäre nicht mal das Problem. Könnte klappen. Schauen wir mal. Das ist der neue Käfig. Da kommen diese Halter rein. Und die kann man eben auf dieser Schiene hin und her fahren, sodass die an der richtigen Stelle sind. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir können unsere Bleche jetzt hier noch ein bisschen verschieben, müssen mal wieder abschrauben dafür. Und können dieses Blech begrenzt auch ein bisschen verschieben. Da habe ich hier eine mittlere Position genommen und das hier festgeschraubt, dass wir auf jeden Fall genug Spielraum vor und zurück haben. Jetzt schieben wir es in den Käfig, schieben den Käfig da rein, gucken, wie es aussieht. Macht den Käfig noch nicht fest, sonst müsst ihr jedes Mal entriegeln. Und diese Zubehörkäfige, finde ich, lassen sich immer beschissen entriegeln. Und ich habe das Entriegelungswerkzeug dafür vergessen, muss ich dazu sagen. Bei den Schrauben, die sollen das Radio halten. Die sollen nicht euren Motor halten. Also knallt die nicht so fest da rein. Sonst bricht das da weg oder knickt um und dann, ja. Und bei den Turm auch darauf achten, dass die jetzt nicht 10 Meter lang sind und hier schön die ganze Elektronik durchgehen. Auf den Radios steht das ja meistens drauf, wie lang eure Schrauben sein dürfen. Das ist jetzt übrigens ein anderes Radio, weil das da unten ein paar kleine Defekte hat. Aber das sieht echt gut aus so. Es könnte fast noch ein kleines Stück raus. Machen wir, glaube ich, auch. Dass es mit der Luft hinten besser ist. Dann stecken wir alles an und gucken, ob das immer noch passt. Was mich aber stört. Der Käfig ist kleiner. Da müssen wir uns noch irgendwas drunter bauen. Aber wie gesagt, Moosgummi vielleicht oder irgendwas ähnliches. Und man sieht es auch gut, hier ist noch kein Schutzfolie drauf. Darum spiegelt das Ganze. Hier ist ein Kratzer. Aber gut, das wusste ich, als ich das Ding gekauft habe. Gut, das mit dem Ring sieht jetzt doof aus hier drumherum. Muss ich mal gucken, ob ich mir den anpassen kann. Dann brauche ich kein Moosgummi. Das ist jetzt auch noch nicht festgemacht, also der Käfig ist noch locker drin, weil ich gucken muss, ob ich es unten lasse oder ob ich es hoch versetze. Aber das passt perfekt. Das steht jetzt einen halben bis einen Millimeter raus. Ansonsten finde ich, ist es zu weit drin. Aber ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Mal gucken, was ich mit der Umrandung mache. Ich habe gerade in meinem Projektordner hier noch das Projekt gefunden. Das ist jetzt keine Ahnung, wie viel Monate später. Ich habe mir jetzt hier alles eigentlich schön gebastelt, dass man hier die Blende schön drauf machen kann. Dann habe ich die Blende verloren. Und ich habe keine Ahnung, wo, ich finde die nicht mehr. Jetzt habe ich überlegt, dass man aus Moosgummi sich da was basteln kann. Aber nachdem meine Moosgummi-Skills leider
sich nach der Bastelei im Kindergarten damals noch nicht verbessert haben. Sieht das richtig beschissen aus. Jetzt wollte ich das irgendwann mal lasercuttern, aber ich komme momentan zu nichts. Ja. So vom Versenken her. Seht ihr das von der Seite? Sieht das eigentlich ganz gut aus, wenn jetzt die Blende halt noch passen würde. Also die habe ich unten eigentlich zurechtgeschnitten, dass die da schön drauf passt. Kann sein, dass ich es aber kleben muss, weil die Halter vielleicht nicht mehr gut halten. Ja, wenn ich sie finden würde. Naja, ich beende mal das Video dann. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Aber das war eher so ein Fail, aber... Ach ja, das sind manche Videos von mir halt einfach. Danke fürs Zuschauen trotzdem. Gerne Bewertung da lassen, gerne, wenn die negativ ist. Ist das auch so, aber... Ach ja, es werden auch mal wieder irgendwelche besseren Videos kommen, glaube ich. Aber momentan ist die Zeit auch irgendwie einfach nicht dafür da.